Hier ist wieder euer Channel und heute bin ich mal wieder für euch in Legion unterwegs. Und zwar wollte ich euch hier wieder so ein Pet Battle Achievement Guide präsentieren. Heute geht es nämlich um das Achievement, die wildesten Wildtiere. Und für dieses müssen wir insgesamt 12 Meister aus Tizema auf den verheerten Inseln mit ausschließlich Wildtierhaustieren besiegen. Und dazu habe ich mir heute den Fallensteller Jarun rausgesucht. Und diesen möchte ich mit folgender Kombination besiegen. Und zwar einmal mit dem Gipfelzicklein, dann dem Teufelswelpen und dann noch einem random Wildtier. Und von den Fähigkeiten nehmen wir hier die erste, ebenfalls die erste und die zweite Fähigkeit. Und hier die zweite, die erste und die erste Fähigkeit. Und angehen könnt ihr natürlich immer nur dann, wenn die jeweilige Worldquest da ist. Und ja, hier befindet er sich in Sturmheim. Also hier in der Mitte unten in, ja, diesem Flusslauf. Ich würde sagen, wir legen gleich mal los. Und zwar ziehen wir hier als erstes mal das Heimzahlen. Das ist hier diese mittlere Fähigkeit. Danach casten wir die Stampede. Nach der Stampede machen wir dann hier den Huf. Damit müssten wir ihn eigentlich dann easy wegschotten. Er hat jetzt den Debuff drauf. Genau, kriegt er 900 Damage. Damit geht er down. Danach casten wir die Stampede. Und zwar geht die jetzt zwar hier ins Leere, aber dann können wir sie gleich beim nächsten Haustier mit ansetzen. So, jetzt kommt das nächste Pet rein. Jetzt geht die Stampede weiter. So, dann hauen wir hier das Heimzahlen rein. Jetzt müssen wir doppelten Schaden machen, weil wir weniger Gesundheit haben als das gegnerische Tier. Und jetzt haben wir ein bisschen Pech gehabt, das ist gerade nicht gestorben. So, wir bringen jetzt den Teufelswelpen rein. Infiziert der Biss einmal drauf. Dann hauen wir das Ducken drauf. Dann machen wir hier einmal das Heulen an. Dann machen wir infizierter Biss. Und nochmal. Und dann haben wir ihn schon weggenutzt. Ich habe gesehen, das letzte Viech haben wir gar nicht gebraucht, aber wir müssen halt irgendeins reinpacken, dass es für das Achievement hier zählt. Ja, dann sind wir auch schon wieder fertig mit dem Ganzen, haben wieder einen mehr beim Achievement abgehakt. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen weiterhelfen. Sollte es der Fall sein, würde ich mich freuen, wenn ihr mir einen Daumen nach oben gebt. Beziehungsweise, wenn ihr mehr solche Videos sehen wollt, könnt ihr mich gerne abonnieren. Und wenn euch jetzt noch ganz langweilig ist, schaut einfach mal unten in die Infobox. Da sind so noch so ein paar Social Media Links, unter anderem auch so Streaming-Geschichten. Könnt ihr einfach mal reinschauen, wenn ihr Lust habt. Euer Tilla. Bis zum nächsten Mal. Ciao.